Ja. Du bist da nicht mehr drin. Organisiert irgendwie 20 Jahre kein Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
zum Wohl. Nur die Wein davor. Prost, Prost. Was siehst du da? Oh, Panorama, schon wieder Panorama. Thank you.
Dankeschön. Wir gehen dann hinein. Drinnen ist es etwas kühler, weil der Wind schöner weht und die Sonne nicht brennt. Aber jetzt haben wir gerade Glück. Ich wollte Ihnen nur ein bisschen was zeigen. Hier sehen Sie das Mittelmeer. Und die Römer waren von Schottland entlang vom Rhein und Donau bis zum Schwarzen Meer, Nahost, bis Marokko, war das Römische Reich groß in seiner weitesten Ausdehnung, und zwar 210 nach Christus. In unserer Gegend waren die Römer etwa über 500 Jahre, ja? Wobei immer der Eindruck entsteht, dass die Germanen die Feinde der Römer waren. Das stimmt natürlich, weil es germanische Stämme waren, die von oben immer wieder eingefallen sind, aber das ändert nichts daran, dass natürlich auch weite Teile vom heutigen Deutschland zum Römischen Reich gehört haben. Die Grenze von Schottland, also Schottland haben die Römer nie erobern können. Da gibt es ja diese fürchterlichen Filme, wie da gekämpft wurde oben. Die Schotten waren immer schon heftig, darum wollen sie auch jetzt wieder selbstständig werden. Ne? Die haben sich schon immer gewehrt. Ja, und von Schottland bis Regensburg ist die römische Grenze jetzt schon weitgehend Weltkulturerbe, UNESCO-Weltkulturerbe. Die UNESCO möchte jetzt von Regensburg bis zur serbischen Grenze alle Ausgrabungen wie diese hier zu einem UNESCO-Weltkulturerbe ernennen. Das war alles geklärt, alles klar. Den Antrag haben Deutschland und Österreich gestellt. Und dann hat die UNESCO gesagt, wir mögen doch auch die Slowakei und Ungarn noch dazu nehmen. Nicht ob übermorgen, am Morgenabend sollte die Entscheidung fallen, so aktuell ist das, ob das der gesamte Antrag jetzt durchfällt. Das wären 93 Ausgrabungsstätten, weil die Ungarn im letzten Moment eine Stätte zurückgezogen haben, die Straße auch vorbeigegangen ist. Kaiser Caracalla, der berühmte grausame Kaiser, hat diese Straße gebaut, von Passau bis Wels. Und da steht genau drauf, wie weit die nächsten Kastelle entfernt sind. Und von dort her kommen auch die Namen und die Entfernungen. Aber der Wissenschaftler anerkennt es erst, wenn man da einen Stein gefunden hat, wo der Name draufsteht. Vielleicht finden wir noch einmal einen, wenn wir weiterhin graben. Ja. So hat es im Oberanger ausgeschaut, das wird zu Schutzbäumen. Die einmal dunkle Haare gehabt haben oder noch haben, sind verdächtig, dass sie von Römern abstammen könnten. Ja? Die anderen sind echte Germanen, aber heute streiten wir ja nicht mehr, wo wir dann wirklich herkommen. Das heißt, wie das römische Gebiet erobert wurde, sind da nicht alle Römer wieder abgezogen, sondern nur mehr die höchsten militärischen Einheiten, alles andere ist da geblieben, weil ja die sowieso mit der Bevölkerung schon völlig vermischt und verwachsen waren. Und der heilige Severin hat dafür gesorgt, dass dann ein bisschen friedlicher zugegangen ist
und die Kriege nicht gar so heftig waren. Der heilige Severin war ja ein römischer Beamter, großer Heiliger, der sich zwischen Passau und Mautern hier bewegt hat und da heute noch eine legendäre Figur ist. Befindet sich etwa 40 cm Dachziegel, weil das ganze Kastell war mit großen roten Dachziegeln eingedeckt, so wie halt heute Ziegeln ausschauen. Der Unterschied ist nur, dass die etwa 70 x 50 cm groß waren und bis zu 6 cm stark. Also die waren wahnsinnig schwer und daher hat das Gebäude auch eine unglaublich starke Dachkonstruktion gehabt. Und am Ende der Römerzeit ist der Burgus abgebrannt. Man weiß nicht, ob die Römer angezündet haben, damit der Feind nicht mehr was gehabt hat davon, oder ob das im Rahmen einer kriegerischen Handlung, die Archäologen sagen. Steine schauen ja heute auch noch gleich aus. Ja? Man erkennt nur an diesem Putz, dass es sich hier um römisches Mauerwerk handelt. Thank you.
Home.
Thank you.
Ihr habt wirklich alle große Arbeit geleistet. Viele Berge rauf, viele Berge runter. Ich hoffe, ihr konntet die Landschaft und Ausfahrt ein bisschen genießen. Und jetzt, ihr habt heute schon verschiedene Übungen auch absolvieren müssen, also nicht nur die Bergfahrten und Talfahrten. Jetzt kommt nochmal die wichtigste Übung. Ihr erinnert euch vielleicht, wie ich euch heute früh gesagt habe, merkt euch das Essen für heute Abend. Nochmal kurz den Start ins Gedächtnis rufen, nochmal kurz ins Gedächtnis rufen, welches Gericht ihr ausgewählt habt. Und dann würden die Servicekräfte hier vom Landgasthof beginnen mit dem Servieren, der Vorsuppen, wenn echt welche bestellt wurden, und dann der Hauptspeisen. Heute, wie gesagt, ist auf Selbstzahlerrechnung und ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Das ist ein bisschen unüblich, ich weiß, weil da eigentlich eine Auswertung immer am Samstag kommt, aber heute schon mal die kleine Siegerehrung. Viele von euch werden sich vielleicht gewundert haben, warum sie schon vor den Startunterlagen eine Nummer in die Hand bekommen haben. Am Platz, zumindest die rechtzeitig da waren in Everding. Es gab dann nämlich eine geheime Publikumswertung, die unsere fleißigen Helferchen im Hintergrund organisiert haben. Und das völlig neutrale Publikum, wenn man so will, der Stadt Everding, hat gekürt das schönste Auto, den schönsten Tatra. Und da wollen wir natürlich dann die Sieger ehren. Und zwar hat den bronzenen Preis das Auto mit der Startnummer 2, Gernot Beetz. So. Den zweiten Platz, sozusagen die Silbermedaille, hat das Auto mit der Startnummer 12, Michael Stransky. Oh.
cool. Herzlichen Glückwunsch für den zweiten Platz. Publikumswertung in der Stadt Öfeling. Schönsten Auto kommen. Die Eferinger haben gewählt. Das Auto mit der Startnummer 8, Joachim Altendorfer. Der Hauptwertung natürlich. Wir wollen, es wird auch morgen noch ein Geschicklichkeitsspiel geben. Da seid ihr nochmal richtig gefordert. Aber ich will nochmal einen ganz kurzen Einblick geben. Es gab ja heute schon so ein paar Fahrprüfungen. Und ich glaube, ihr habt euch alle ganz gut geschlagen. Aber hervorheben möchte ich wirklich Dirk Steffen, absolut mittig. So gut wie keinen Abstand nach vorne zur Stange. Das ist schon, das schreit schon nach dem nächsten Ausrichter, aber erster Platz. Aber wir werden, genau, die Strecke wird auch nicht ganz so lang sein, wir können ein bisschen entspannen. Es gibt aber noch mal eine heikle Passage in der Stadt Wels, mussten wir kurzfristig wegen einem Radrennen um unsere Strecke etwas umbauen. Ihr habt einen detaillierten Stadtplan der Stadt Welt, wie wir da uns durchschleusen. Aber erstmal treffen wir uns ja morgen um 8.30 Uhr zur Abfahrt natürlich. Hier? Wie heute, hier am Landgasthof. Und morgen um 9 ist dann die Besichtigung der Tatra-Werkstätte in Wels geplant. Da müssen wir erst danach dann durch die Stadt. Und da nerve ich euch dann nochmal mit den kleinen Zettelchen. Damit es beim Abendessen und beim Mittag dann keine Sorgen gibt, was man für ein Gericht bestellt hatte. Gut, dann genießt noch den Abend. Ja.